wurden nur 9 Jahren von New York City nach Flensburg umziehen. Ja? Es spricht für die Seelenstärke der Künstlerin, dass sie diesen schweren Kulturschock ohne bleibende Schäden überstanden hat. Aber dann gleich nach Abschluss der Schule die nächste schwere Prüfung. Sie beginnt nämlich Jura zu studieren. Ja? Aber wieder spricht es für die Charakterstärke der Künstlerin, weil nach ganz kurzer Zeit entschließt sie sich doch lieber einen ehrbaren Beruf zu ergreifen und Klavier, Geige und Gesang zu studieren. Mittlerweile gehört sie mit über 7 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im Showbusiness. Ihre Welthits heißen Flames of Paradise und Destiny. Und sie selbst heißt natürlich Jennifer Rush, richtig. Für eine ganze Rush-Hour fehlt uns hier leider die Zeit. Aber zumindest die nächsten Minuten gehören ihr. Hier ist für Sie Jennifer Rush.
Vielen Dank. Thank you. Und Damen und Herren, Jennifer Rasch. And Ben. So lange Haare hätte ich auch gern.